Nach langem Zögern. Die deutsche Bundesregierung befürwortet Panzerlieferung an die Ukraine. Guterres in Moskau. UN-Generalsekretär drängt auf Fluchtkorridore. Frankreich. Le Pens RN hofft auf Parlamentswahl. Obwohl Orbán kritisch, sucht der Bürgermeister von Budapest einen Kompromiss mit der EU im Rechtsstaatlichkeitsverfahren. Sobald klar war, andere liefern bestimmte Systeme, unterstützen wir sie dabei. Wir liefern ebenfalls. Das ist unser Weg. Keine deutschen Alleingänge. Und wenn die Ukraine jetzt ganz dringend solche Flugabwehrsysteme braucht, dann sind wir auch dazu bereit, sie hierbei zu unterstützen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat bei einem Besuch in Moskau auf wirkungsvolle Verhandlungen und eine Waffenruhe zur Befriedung des Krieges in der Ukraine gedrängt. Trotz unterschiedlicher Auffassungen über die Vorgänge in der Ukraine könne man zusammenarbeiten, um das Leid der Menschen zu verringern. Die Vereinten Nationen sind bereit, ihre menschlichen und logistischen Ressourcen vollständig zu mobilisieren, um Leben in Mariupol zu retten. Ich schlage vor, dass die UN, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz sowie ukrainische und russische Streitkräfte die sichere Evakuierung von Zivilisten ermöglichen, die das Azovstal-Stahlwerk und die Stadt in jede von ihnen erwünschte Richtung verlassen wollen und dass sie die nötige humanitäre Hilfe liefern. And to deliver the humanitarian aid required. Der russische Außenminister Sergej Lavrov sagte, die Situation in der Ukraine sei hauptsächlich auf das Expansionsstreben der NATO zurückzuführen. Verhandlungen würden kaum erfolgreich sein, solange der Westen weiter Waffen an die Ukraine liefere. Zu humanitären Korridoren sagte er, wir sind daran interessiert, mit den UN-Kollegen und den Kollegen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zusammenzuarbeiten, um zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, die das Leid und die Not der Zivilbevölkerung lindern können. Guterres wird am Donnerstag beim ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew erwartet. Eine Besuchsreihenfolge, die von Zelensky kritisiert worden war. In der Ukraine haben die russischen Streitkräfte ihre Angriffe auf das Stahlwerk Azovstal in Mariupol fortgesetzt. Trotz schweren Beschusses konnten Moskaus Truppen allerdings keine erkennbaren Fortschritte erzielen, so die US-amerikanische Denkfabrik ISW, das Institute for the Study of War. Die russischen Befehlshaber könnten zu der Einschätzung gelangen, dass es schlicht nicht möglich ist, die verbleibenden ukrainischen Truppen auszuhungern. Deshalb dürften überstürzte und wahrscheinlich kostspielige Angriffe erforderlich sein, um das Stahlwerk bis zum 9. Mai zu besetzen. Der Gouverneur der Region Luhansk, Sergei Gaidai, hat die Menschen in dem Gebiet erneut aufgerufen zu fliehen, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Im Osten setzten die russischen Streitkräfte den Beschuss entlang der gesamten Frontlinie in Donetsk und Luhansk fort. Nach Einschätzung des ISW könnten Gegenangriffe Kiews jedoch die russischen Streitkräfte daran hindern, ukrainische Einheiten einzukesseln. Die Bodenoffensiven setzten sich südlich von Izium in Richtung Bavinkove und Sloviansk fort. Lokale ukrainische Gegenangriffe eroberten Gebiete westlich von Izium und nördlich von Cherson zurück. Die russische Offensive wurde so wahrscheinlich gestört und zwang russische Streitkräfte womöglich zum Rückzug. Moskaus Truppen gewannen am Montag die Kontrolle über den Stadtrat von Cherson, einige Wochen nach der ersten Besetzung der Stadt.
Wie die regionale Militärverwaltung bekannt gab, hätten Lenkraketen in der Stadt Saporischschja im Südosten der Ukraine eingeschlagen. Zuvor hatte das staatliche ukrainische Energieunternehmen Energoatom erklärt, zwei Marschflugkörper seien über das Kernkraftwerk in der Nähe von Saporischschja geflogen. Das Atomkraftwerk ist das größte in Europa. Am 4. März wurde es von der russischen Armee eingenommen. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums würden die ukrainischen Streitkräfte in Saporischschja bereits Vorbereitungen treffen für einen möglichen russischen Angriff von Süden her. Nach der Wahl ist vor der Wahl in Frankreich. Ihr gehe es gut, so Marine Le Pen. Von der Niederlage bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag ist bei der Kandidatin nichts mehr zu spüren. Man werde über die Zukunft und die im Juni anstehenden Parlamentswahlen sprechen, so auch ihr Sprecher. Erst einmal werden wir uns anschauen, welche Vorstellungen und welche Themen es gibt und wie wir bei den Parlamentswahlen vorgehen wollen, wie wir in Zukunft die Opposition verkörpern wollen, weil die Franzosen Marine Le Pen zur Oppositionschefin gemacht haben, indem sie sie in die zweite Wahlrunde geschickt haben. Dann wird es um Personen gehen. Wir sind bereit, Kandidaten zu unterstützen, die nicht unserer Bewegung angehören. Einen Zusammenschluss von Parteien halte ich allerdings für weniger interessant. Le Pen hat zwar verloren, doch das Wahlergebnis vom Sonntag zeigt auch, die von ihr im vergangenen Jahrzehnt verfolgte sogenannte Entdiabolisierung der einst als klar rechtsextrem geltenden Partei trägt langsam aber stetig Früchte. Der ehemalige Front National hat vielen anderen Parteien den Rang abgelaufen. Obwohl das eine Niederlage war, hat Marine Le Pen die Erniedrigung von 2017 vermieden. Es war eine ehrenhafte Niederlage. Sie hat bei den Wählerstimmen aufgeholt und 2 Millionen mehr Stimmen bekommen als 2017. Seit 40 Jahren wird diese politische Strömung immer wichtiger. Emmanuel Macron hat zwar eindeutig gewonnen, aber es ist noch einmal deutlich geworden, was wir bereits wussten. Das Rassemblement National ist in unserem Land gut verankert. Die Parlamentswahlen in Frankreich finden am 12. und 19. Juni statt. Le Pens RN könnte stärkste Oppositionskraft werden. Vor 3 Wochen musste Ungarns Opposition eine verheerende Niederlage gegen Ministerpräsident Viktor Orbán hinnehmen. Jetzt setzt der Bürgermeister der größten Oppositionshochburg Budapest ein unerwartetes Zeichen. Er wehrt sich gegen Sanktionen, die Brüssel wegen Orbáns umstrittener Politik verhängt hat. Die EU hat Fördergelder im Rahmen der Corona-Pandemie für Ungarn ausgesetzt und ein Verfahren nach dem Rechtsstaatsmechanismus angekündigt. Das könnte Ungarn Milliarden kosten. Der Budapester Bürgermeister hat Brüssel aufgefordert, einen Kompromiss mit Orbán zu suchen. Ich möchte nicht, dass Ungarn in eine wirtschaftliche und soziale Krise gerät, weil wir von europäischen Geldern abgeschnitten werden. Ich möchte aber auch nicht, dass die Dinge so weitergehen wie in der Vergangenheit. Deshalb suche ich jetzt Verbündete in Europa, um die Idee einer klaren, auf Grundsätzen basierenden Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und der ungarischen Regierung über die EU-Fonds auszuhandeln. Nach Ansicht des Bürgermeisters sollte ein mögliches Abkommen mit Ungarn auch die Finanzierung von Hochburgen der Opposition wie Budapest sicherstellen. Auch wenn sich der Budapester Bürgermeister weit vorwagt, die Einheit der ungarischen Opposition will er wahren. Aber Einigkeit allein reicht nicht. Es ist klar, nur eine geeinte Opposition kann dieses Regime besiegen. Einigkeit ist Voraussetzung. Aber was müssen wir anders machen? Was tun gegen die Medienmaschine der Fidesz? Das sind die Fragen für die kommende Zeit. Für den Bürgermeister ist entscheidend, wie man Orbáns Propagandamaschine, die in Europa einzigartig sei, etwas entgegensetzen könne. In Nordkorea hat Machthaber Kim Jong-un einen Ausbau des Atomwaffenprogramms seines Landes angekündigt. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Staatsmedien berichtete, habe Kim anlässlich einer Militärparade erklärt, dass die Nuklearfähigkeiten mit dem schnellsten Tempo gestärkt werden müssten. Bei der Truppenschau wurden auch strategische Waffen einschließlich der größten nordkoreanischen Interkontinentalrakete vorgeführt.
Das Land hat in diesem Jahr bereits mehrfach Raketen getestet, auch solche, die einen Atomsprengkopf tragen können. Sie auf dem Laufenden über die russische Invasion in der Ukraine. Live-Berichterstattung von den wichtigsten Schauplätzen. Ausgewogener, faktenbasierter Journalismus. Aktuelle Berichterstattung auf Euronews und euronews.com. Nach langem Zögern, die deutsche Bundesregierung befürwortet Panzerlieferung an die Ukraine. Die EU erlaubt Spanien und Portugal, ab Mai die Gaspreise für Verbraucher zu deckeln. Frankreich, Le Pens RN hofft auf Parlamentswahl. Sobald klar war, andere liefern bestimmte Systeme, unterstützen wir sie dabei. Wir liefern ebenfalls. Das ist unser Weg, keine deutschen Alleingänge. Und wenn die Ukraine jetzt ganz dringend solche Flugabwehrsysteme braucht, dann sind wir auch dazu bereit, sie hierbei zu unterstützen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat bei einem Besuch in Moskau auf wirkungsvolle Verhandlungen und eine Waffenruhe zur Befriedung des Krieges in der Ukraine gedrängt. Trotz unterschiedlicher Auffassungen über die Vorgänge in der Ukraine könne man zusammenarbeiten, um das Leid der Menschen zu verringern. Die Vereinten Nationen sind bereit, ihre menschlichen und logistischen Ressourcen vollständig zu mobilisieren, um Leben in Mariupol zu retten. Ich schlage vor, dass die UN, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz sowie ukrainische und russische Streitkräfte die sichere Evakuierung von Zivilisten ermöglichen, die das Azovstal-Stahlwerk und die Stadt in jede von ihnen erwünschte Richtung verlassen wollen und dass sie die nötige humanitäre Hilfe liefern. And to deliver
Der russische Außenminister Sergej Lavrov sagte, die Situation in der Ukraine sei hauptsächlich auf das Expansionsstreben der NATO zurückzuführen. Verhandlungen würden kaum erfolgreich sein, solange der Westen weiter Waffen an die Ukraine liefere. Zu humanitären Korridoren sagte er: Wir sind daran interessiert, mit den UN-Kollegen und den Kollegen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zusammenzuarbeiten, um zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, die das Leid und die Not der Zivilbevölkerung lindern können. Guterres wird am Donnerstag beim ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew erwartet. Eine Besuchsreihenfolge, die von Zelensky kritisiert worden war.